Gott, ich will ein Aussortiert-Video machen. Ich habe so ein bisschen meine Sammlung durchgeschaut und vieles ist noch okay, aber manche Sachen sind entweder austrocknet, gekippt oder irgendwas oder will ich einfach nicht mehr haben. Fangen wir auch gleich einmal an. Also, ich habe aussortiert von Primark waren die Vitamin Eye Patches. Ich weiß nicht, mir gefallen die einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die gefallen mir überhaupt nicht. Da sind ja mehrere drinnen, aber irgendwie mag ich die einfach nicht. Dann habe ich von Zoeva, die habe ich mal geschenkt bekommen, aber ich habe sie noch nie verwendet. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht schenke ich sie der Celine. Das ist eine ganze, komplette Lidschattenpalette. Und ich glaube, ich werde sie einfach der Celine... Was ist mit der Kamera los? Das macht mich ganz deppert. Ich werde sie einfach der Celine schenken. Mit den Augenpads. Da mache ich gleich den einen Haufen für sie damit. Oder ich schenke sie deinen Freundin. Vielleicht mache ich ein Foto und frage, ob sie sie haben will. Das werde ich aber wegwerfen. Das lege ich gleich am besten auch auf die Heizung. Das war von Miss Lean ein Terracotta Powder. Das hat so kleine Pickelchen. Seht ihr das? Und es kommt noch kaum Farbe noch ab. Ich habe es gut aufgebraucht und ich habe einmal eines komplett aufgebraucht vor ein paar Jahren. Aber ich habe so viele Bronzer, ich werde das einfach wegschmeißen. Einfach weg damit. Dann habe ich ein Serum, das von The Ordinary. Ich mag es nicht. Ich habe es probiert und es hat bei mir auf der Haut geschäumt. Geht gar nicht. Ich habe es einmal benutzt. Ich weiß nicht, wen ich das gibt. Vielleicht frage ich die Freundin, ob sie es haben will. Ich fand es furchtbar. Dann ein Melone Primer. Den habe ich mal von der Tanja auch bekommen. Und ich habe ihn einmal Was ist mit der Kamera? Ich habe ihn auch einmal aufgebraucht. Und den werde ich einfach der Lin geben. Das ist gar nicht so wenig Zeug, was ich da weggebe. Bin ich brav. Zwei Mascaras von der Disney-Kollektion werde ich der Celine schenken. Ich mag sie nicht. Ich glaube, die habe ich aufgemacht, die aber nicht. Und ich bin einfach kein Fan von den Essence und Catrice Mascaras. Auch von den Eyelinern nicht. Ich habe mir den extra gekauft, weil ich konnte meinen Kajal nicht finden. Und guckt mal, was mir da passiert ist. Da hat sich die Spitze oben gebogen. Und der gibt auch nicht mehr so viel Farbe ab wie davor. Also weg damit. Einfach weg damit. Was ich leider auch wegschmeißen muss, und da tut es mir wirklich leid, weil ich vermisse es sehr. Ich habe jetzt gerade das von Annemarie Berlin und bin dann noch nicht so... Ich weiß noch nicht bei dem Berlin, wie ich das finden soll. Und das Lancôme fand ich aber gut, das war das Wimpernserum, dieses Ziels Booster. Das schaut auch so schön von der Verpackung her. Aber es ist einfach schon gekippt. Es ist dickflüssiger. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Es riecht voll grauslich, jetzt sogar noch schlimmer als davor. Ich meine, wie ich es verwendet habe die ganze Zeit, ich habe mir schon so gedacht, irgendwas stimmt damit nicht, aber ich wollte es halt nicht aussortieren. Und jetzt habe ich es halt weggeben. Zwei Clinique-Lippenstifte, was einmal Tester waren, habe ich auf die Seite gegeben. Die werde ich auch der Lin geben, weil ich weiß nicht, ob meine Freundin solche Farbtöne mag. Vielleicht frage ich sie zuerst. Aber ich mag sie nicht, deswegen kommen sie weg. Also an mir gefallen sie mir einfach nicht. Den werde ich aber wegschmeißen. Das war von Hypoallergenik ein Lippenstift. Er war gut, aber ich habe ihn zu oft verwendet, wenn ich Fieberblasen hatte. Die Farbe war mega schön, aber ich habe erstens so viele Lippenstifte. Und zweitens habe ich ihn verwendet, wie ich Fieberblasen hatte. Also weg damit. Der ist mir leider Der Lippenstift ist mir leider gekippt und ich habe so viele Lippenprodukte da drinnen. Das war von Catrice, den ich ja so gehypt habe. Der ist noch nicht einmal verwendet gewesen. Und der ist gekippt. Der riecht so salzig. Geschissen. Einfach geschissen. Von Love, den werde ich weggeben. Das ist auch ein Lippenstift. Schaut so aus. Das war so ein Pink. Ich habe ja in den einen Sammlungsvideo, glaube ich, gesagt, dass ich ihn noch behalten werde. Und gucken werde, ob ich ihn benutze. Ich habe ihn nicht verwendet. Weg damit. Das hat mir mal die Tanja gegeben, aber ich mag die zwei Farben an mir nicht, deswegen werde ich sie auch weggeben. Einmal von Kylie und von NARS, so Lipglosse, gebe ich auch der Lin, die freut sich über alles. Dann Lidschatten, einen von Chanel, den habe ich mal von Douglas, glaube ich, gekriegt oder so. Und einmal von Lancôme. Noch ein Lidschatten. Ich habe so viel Zeug, das ist einfach abnormal. Den werde ich auch weggeben. Das meiste, was noch gut ist, werde ich natürlich noch den Mädels geben. Aber vieles wandert einfach in die Tonne.
Ich habe einen Creme-Highlighter, den ich weggeben werde. Ich habe den ja aber oft verwendet. Das war von Catrice, so ein Tester. Ich habe den wirklich oft verwendet. Da ist so eine richtige Kuhle drin. Aber irgendwie mag ich ihn nicht mehr. Ich weiß auch nicht wieso. Und deswegen gebe ich ihn weg. Und ich habe so viele. Deswegen auch. Er war aber nicht schlecht. Ich werde ihm mal das Celine geben. Vielleicht verwendet ihn. Make-ups gebe ich auch weg, weil ich so viele habe. Und ich versuche gerade krampfhaft welche leer zu machen. Und das war mir sowieso viel zu hell. Das NYX Make-up, das werde ich weggeben. Ich glaube, das könnte sogar der Celine passen. Dann das Hypoallergenic Drop Make-up werde ich auch weggeben. Wie gesagt, ich habe so viele Sachen, ich muss einfach ein bisschen aussortieren. Weil ich habe auch von Yves Saint Laurent jetzt ein neues Make-up geschickt bekommen. Beziehungsweise ich habe auch auf einer Schulung teilgenommen und habe das geschenkt bekommen. Ja, das werde ich auch weggeben. Das ist einfach viel zu alt. Ich habe auch dazwischen noch mehrere Sachen aussortiert, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe, aber das werde ich wegschmeißen, weil es einfach schon zu alt ist. Das habe ich auch von irgendeiner Schulung mal gekriegt. Ein Chanel-Lidschatten werde ich weggeben. Den werde ich wegschmeißen. Das war so ein Lip Cryolorn Balm, keine Ahnung, von Yves Rocher. Werde ich wegschmeißen. Alles muss man auch nicht verschenken. Den werde ich wegschmeißen, weil der fängt so an zum Schimmern, glaube ich. Sind sie diese Punkte? Jetzt sieht man das. Kommt weg. Ich habe so ein bisschen meine Schminksammlung durchgeschaut und da ist mir das alles aufgefallen. Den werde ich auch weggeben. Ich weiß aber nicht, ob mir der abbrochen ist. Weil irgendeiner von denen ist mir abbrochen. Der nicht. Den gebe ich mal der Lin. Das war von dieser Lights of Orient Limited Edition von Essence, ein Lippenstift. Ich benutze die Essence einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich mir immer welche davon kaufe. Wo jetzt ab sofort das No-Go herrscht beim Kaufen. Eine Mascara, die hätte ich so gerne benutzt und ich war so traurig, dass die ausgetrocknet war. Von NYX, die On The Rise Volumen Mascara. Entweder hat die in der Arbeit jemand aufgemacht und ich habe das Pech gehabt und habe die Probe erwischt. Weil die, das sieht man total, die ist mega ausgetrocknet, seht ihr das? Ich war so enttäuscht, ich wollte die unbedingt verwenden und dann, ich habe ja auch zigtausend Mascaras, deswegen habe ich ja so viele jetzt aussortiert. Aber ich ziehe sie raus und denke mir so, wirklich jetzt? Ich fand das so schade. Aber leider konnte ich die jetzt nicht ausprobieren. Aber ich habe jetzt eine andere angefangen heute und die ist geil. Die ist wirklich geil. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, da war jetzt ein bisschen kurz und bündig was dabei, aber umso mehr Videos, umso besser. Ich werde wieder sammeln, wenn ich aussortiere, was ein bisschen brauchen wird, weil das meiste schmeiße ich einfach radikal weg. Da bin ich urhardcore in letzter Zeit. Aber die Sachen habe ich gesammelt und habe mir gedacht, okay, ich zeige sie euch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!